Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Emulias, da wir auch schon wisst. Und wir spielen heute mal wieder Emo spielt Minecraft EE. Tut mir leid, das ist nicht geübt worden. ja, wir spielen heute weiter, oder ich spiele weiter und ihr schaut und mal schauen, was heute so Schönes passiert. Ich hoffe, dass ich heute endlich mal mit dem Bauen anfangen kann. Denn es wird wahrscheinlich die ganze Zeit schon langweilig. Ja, okay, ich habe gerade nämlich gesehen, da hinten ist ein Pferd und oh, ich habe Weizen sogar mit. Cool. Pferdchen! Warte hier! Nicht du, Schaf, du sterben! Stirb. Ich bin so böse. Ja. Oh mein Gott, ich hätte vielleicht was trinken müssen. Sorry. ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass gestern und vorgestern keine Videos gekommen sind. Das liegt daran, weil meine Eltern den Flur momentan renoviert haben. Der ist noch nicht fertig, naja. Kann sein, dass dann öfters mal noch keine kommen. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen, wenn die da gerade am Hämmern sind. Und nein, darauf habe ich jetzt nicht so unbedingt Lust. Jo, komm rein. Ja, und ja, das wollte ich halt nicht, eben wenn da die ganze Zeit so ein Hämmern im Hintergrund ist und was sie noch so für Geräusche machen. Nein, nicht so eine Art von Geräuschen. Ja, meine Eltern sind eigentlich auch geschieden und leben eigentlich nicht zusammen, nur die dürfen jetzt halt gemeinsam den Flur renovieren, ja. So, ich suche mir gerade eine Fläche, wo ich mein Haus baue. Eigentlich kann man das ja hier hinten in diese Richtung. Würde eigentlich gehen, ja. Ich habe nicht genug Kohle, war. Dann müssen wir nochmal Holz einfach mal zu Kohle verarbeiten. Da hinten. Eben nirgendwo ist ja immerhin unser Ofen. Ja, mein Hals zerkratzt irgendwie schon wieder voll. ja, ich habe mir auch gerade gar nichts zu trinken geholt. Habe jetzt auch keinen Bock aufzustehen. Nein, warte, der Stein kommt später. Ich wollte doch erstmal. Wie viel haben wir denn? Oh, wir haben viel Stein. Das ist gut. Aber wie viel brauchen wir denn erstmal? Machen wir erstmal 5. Oh, wir haben noch Setzlinge. Die können wir auch erstmal verbrennen. Nachdem. Ja, ihr seht, ich habe schon andere Musik im Hintergrund. Das ist nämlich von einem anderen YouTuber. Kann man YouTuber überhaupt sagen? Und warte, ich muss mal kurz unterbrechen. Ja, tut mir leid, Leute, dass ich gerade unterbrochen habe. Aber meine Mutter kam gerade ins Zimmer und ich wollte sie jetzt nicht unbedingt hier eine Aufnahme drin haben. Also wenn ich nochmal unterbreche, dann liegt es einfach daran, dass sie einfach wieder drin ist. Ich merke schon, wie sie den Flur langläuft. Kennt ihr das so, ihr kennt eure Familie so gut, dass ihr die einfach an euren Schritten erkennen kann? Das habe ich. Ich habe mir die Schritte von denen so gut eingeprägt. So, Stein wird gemacht. Währenddessen können wir noch ein bisschen Hühnchen. ja, Hühnchen. Währenddessen können wir ein bisschen Hühnchen. Was ich sagen wollte. Holz wollten wir. Holz. Und ich habe Hunger. Ich habe mir doch gerade hier lecker Essen gemacht. Yay. ja, ich suche einen Baum, der nicht so viele Äste hat, weil ich habe ja mal gesagt, dass ich nicht so auf Äste stehe.
Und meine Axt ist ruiniert. Warte, ich mach die mal kurz noch so. Ich habe, glaube ich, auch gar keine Ersatzaxten mit. Nein, ich muss mir eine neue machen. Ist auch kein Problem. So, eine Ersatzaxt wollen wir haben. Also, wie klingt denn das? Ersatzaxt. Keine Ahnung, das hat sich irgendwie gerade angehört, deswegen musste ich es nochmal wiederholen. Eine Axt wollen wir hier. Hier oben ist die. Oh, ich habe noch eine Holzaxt. Können wir auch mal kurz Schrott machen. Dann haben wir auch wieder Platz in unserem Inventar. So. Nehmen wir diesen Baum noch. Sieht auch so aus, als ob die. Ja, die ist schon fertig. Sehr schön, dass wir die nochmal schön aufbrauchen konnten. So. Wird er ganz sicher noch nicht fertig sein, wa? Ja, ich bin schon ein bisschen ungeduldig. Man merkt es vielleicht. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Dadurch, dass ich eben gestern und vorgestern nichts hochgeladen habe, werde ich wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, heute auch zwei Videos hochladen. Also eins jetzt hier so am Nachmittag und eins später am Abend. Und da ich Freitag und Samstag nicht da bin, werde ich die Videos auch schon vorproduzieren. Produzieren. Produzieren. Oder eben. Ja, halt. Ihr wisst, was ich meine. Damit ich. Also, die werde ich trotzdem an dem Tag hochladen. Nur ich habe halt dort nicht so viel Zeit. Ja. Das wollte ich damit sagen. Okidokli. Und wird es schon wieder Abend? Sieht's aus. Schaffen wir noch einen Baum? Einen ohne Äste, bitte. Der vielleicht. Müssen mal die Monster zählen, die wir sehen. Bis jetzt hatten wir doch eigentlich nur diesen Baby-Zombie, war? Also den kleinen Zombie. Was sonst? Sonst hatten wir eigentlich gar nichts. Wo sind die Monster hin? Muss mal gucken, ob ich die überhaupt eingestellt habe. Ja, ich habe die auch leicht angestellt. Aber ich weiß ja nicht, ich habe das auch manchmal so, dass wenn ihr die Monster auf leicht einstellt, dass dann irgendwie mehr Monster da sind, als wenn ihr die schwer einstellt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das irgendwie. Nix in der Nähe. Keine Creeper im Pferdegehege. Sehr schön. Okay. Und ich habe gesehen, dass die Servervorstellung, auf jeden Fall die von Sonntag, richtig gut ankam. Bin ich auch echt erstaunt. Also danke fürs Gucken. Und danke auch für die Kommentare, für die weiteren Vorschläge. Der Owner vom, also dem Server gehört, der hat mich auch mal angeschrieben und meinte, dass ich. Also irgendwann später nochmal ein Video drüber machen sollte, wenn Lucky Blocks fertig ist. Und also wenn dann noch ein paar neue sind. Da, ich habe auch gesehen, da hat auch ein paar Sachen umgebaut. Könnt dort gerne vorbei schauen und ja, würde er sich freuen. Irgendwie sind da auch in letzter Zeit irgendwie mehr drauf, weil irgendwie, als ich da zum ersten Mal drauf war, oh, ein Wunder, dass da überhaupt jemand mal drauf ist, meinte irgendjemand. Und ich habe mich dann gewundert, so ich so dachte so, hey, ich dachte, hier sind mehr drauf, aber waren dann doch irgendwie nicht. Und eben nach dem Video waren da wirklich mehrere online. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wegen dem Video war oder. Ob da jetzt einfach nur spontan mehr Leute draufgegangen sind, aber ich fand's cool.
Der Monster? Nein. Schade. Also ich finde es auch langweilig so. Ich bin dann auch mal auf so einen anderen Server gegangen. Und da war echt niemand drauf. Ich war da auch zum ersten Mal auf diesem Server. Und da war echt gar nichts. Da waren nur so ein paar Sachen gebaut. Und ich habe mich dann auch so gefragt, hey, was ist denn hier los? Hier steht noch nicht mal eine Beschreibung oder so. Und keine Ahnung, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ich finde auch so Server total cool. Also nicht nur mit Minispielen und so, sondern so, wenn da Rollenspiele und so noch dabei sind. So Roleplays. Roleplay. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Eben so mit Rollenspielen. Ich finde sowas so richtig, richtig, richtig geil. Also, wenn jemand so einen Server kennt, wo man so Rollenspiele machen kann, ich bin offen für sowas. Ich schaue mir sowas gerne. Ich bin gerne auf so ein sowas, zum Beispiel, wenn irgendwie so Leute gegeneinander kämpfen, so Krieg gibt und dann muss man vielleicht Minispiele oder so spielen, damit. Ach, keine Ahnung, irgendwie so. Sowas, das wäre traumhaft. Und ich bin schon wieder an der Werkbank vorbeigerannt. Ich wollte nämlich. Wo sind die? Hier. Diese Steine will ich haben. Eigentlich können wir mit Erde anfangen. Ich habe ja gesagt, ich baue mein Haus immer zum Teil aus Erde. Da ist noch nichts Neues gewachsen. Wir können ja auch mal neue Dingsbums machen. Ich sag gerne Dingsbums. Es ist immer ein guter Satzhalter, Platzhalter, wenn man irgendwas sagt. Also ich finde, seitdem ich das Wort Dingens, was auch immer kenne, eben seitdem kann ich wirklich alles beschreiben. Ja, den Spruch habe ich irgendwie von Instagram oder Facebook oder sowas. Instagram ist wie immer in der Beschreibung. So, ich wollte. Habe ich Erde dabei? Ich habe keine Erde, oder? Oh, ich habe 24 Erde, aber das bringt mir ja gar nichts. Habe ich eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Dann machen wir uns eine Schaufel. Ja, das hat gerade ein bisschen geleckt. Oh, schon fertig. Dann brauchen wir mehr Stein. Und einfach mal machen. Machen wir einfach nochmal 40 so. Ja, 42, naja. So. Eine Schaufel wollten wir machen. Ich vergesse es immer, tut mir leid. Jetzt bauen wir irgendwo etwas ab, wo wir etwas nicht brauchen. Hier vielleicht so. Aber so, dass es noch ein bisschen natürlich aussieht. Wir haben heute auch eine Geschichtsklausur geschrieben. Musste dafür auch viel lernen. Und Geschichte ist nicht so unbedingt mein Fach. Also ich interessiere mich schon für Geschichte. Aber so als Unterrichtsfach, also eben so das, was wir eben so immer in Geschichte haben, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Ich bin ja jetzt auch an so einer christlichen, katholischen Schule. Und es ist einfach geil, dass wir dann eben diese, wie heißen die, katholische Feiertage, die haben wir dann auch irgendwie frei. Finde ich voll cool. Weniger Schule. Und ich habe da aus Versehen. Und heute hatten wir auch früher Schluss, was ich cool finde. Und wir haben dann auch dieses Religion, also nee, dieses Fach, das geht echt gar nicht. Tut mir leid an Leute, die vielleicht Religion mögen. Aber nee, ich mag. Also, ja, Religion an sich ist vielleicht schon interessant.
Aber dieses Fach, wahrscheinlich liegt es auch einfach nur an dieser Lehrerin. Ich will jetzt keine Namen nennen. Darf ich wahrscheinlich auch nicht. Und nee, ich habe immer so voll die Diskussion mit ihr, weil ich eben anders denke als die anderen. Ja, ich denke wirklich sehr anders als andere Menschen. Deswegen bin ich halt zum Beispiel total gut in Mathe, aber schlecht in Deutsch. Weil ich halt anders denke. Okay, das ist jetzt eigentlich voll die komische Erklärung. Okay, ich kann es nicht erklären, aber ich denke anders. Ich glaube, ihr habt hoffentlich kapiert, was ich meine. Ja. Habt ihr ein Fach, was ihr total schrecklich findet? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so findet, was das schlimmste Fach überhaupt ist. Für mich ist es, tut mir leid an die Leute, obwohl stimmt, an der neuen Schule, ich weiß jetzt nicht, ob es Religion ist oder ob das Englisch ist. Ich konnte früher fast fließend Englisch. Ich habe sogar eine Sprachreise nach England gemacht. Und wirklich, ich war richtig gut in Englisch. Aber dann habe ich eine neue Lehrerin bekommen, die hat fast nur Deutsch geredet und die ist so alt. Wir dachten alle, sie wäre so eine alte Hexe, die nicht sterben kann und so weiter. Aber naja, ich weiß es auch nicht. Und halt, es war schrecklich. Ich habe wirklich gar nichts verstanden. Und dann habe ich mich immer mit meiner Freundin, wir haben uns immer gegenseitig schön abgelenkt. Und seitdem kann ich irgendwie kein Englisch mehr. Ich habe es mir irgendwie. Man sagt, Englisch kann man nicht verlernen. Es ist wie Fahrradfahren. Und Fahrradfahren kann man auch nicht verlernen. Aber rein theoretisch kann man kann Sprachen verlernen. Das habe ich auch mal im Internet nachgeguckt. Man kann Sprachen wirklich verlernen. Auch Englisch. Okay. Wie baue ich ihn jetzt? So. Ja, ich überlege gerade, wie ich am besten baue. Also wirklich, schreibt mal euer Hassfach in einen Kommentar. Das würde mich total interessieren, ob es dann mehr so naturwissenschaftliche Fächer sind oder mehr so Fächer sind, womit man schreibt, wie Deutsch, Geschichte, Erdkunde, keine Ahnung, eben so eine Fächer oder Sprachen. Ich lerne jetzt auch momentan Spanisch, ja, Spanisch. Und da habe ich auch. Wie soll ich mich bitte schön jetzt auf Spanisch und Englisch konzentrieren? Sag mal, wie geht denn das? Okay, viele können das, aber ich nicht. Ich kann mich nur auf eins konzentrieren von den beiden. Ups. Und so. Ups. Drei, vier, fünf. Sechs. Und es wird wieder dunkel. Machen wir noch einen Tag? Lass mal noch einen Tag machen. Weil wir diese Folge fast wieder nichts gemacht haben. Tut mir leid. Obwohl, das könnte ich eigentlich auch noch rund machen. Dass es hier ein bisschen nach vorne kommt. Ja, ich glaube, ich lasse es so, oder? So in etwa. Dann kann ich es hier hinten eigentlich auch so machen. Und jetzt wird es wieder dunkel, ich sehe fast nichts. Wirklich auf dem Tablet. Ich konnte wirklich, wenn es dunkel ist, ich konnte so viel sehen. Und hier auf dem Handy ist einfach alles schwarz. Außer das da, das leuchtet so schön. Ups. Schlafen, schlafen, schlafen. Aufstehen, wach werden. Und, oh mein Gott, unser zweites Monster. Eine Spinne. Wo ist die Spinne hin? Leute? Da ist die Spinne. Ja. Ich bin gerade so froh. Und, Alter, oh, ich hasse es, wenn die nichts droppen. Ist da ein Skelett? Drittes. Hallo. Viertes. Ich versuche mal mein Glück. Einfach mit. Ja, du mich auch. Ja. Aber verschwind doch.
Nee, darf ich ja nie weg. Aber ja, Fernkämpfer, hallo. Kannst du nicht einfach herkommen und wir regeln es hier so Mann gegen Mann? Irgendwie, eigentlich bin ich ja kein Mann, aber du weißt doch, was ich meine. Hallo? Kannst du mal damit aufhören? Ey, das ist echt uncool von dir. Ja, komm doch mal. Komm. Hallo. Okay, ich bin sowieso gleich tot. Dann halt ein andermal. Da läuft mir ja nicht weg. Warte mal. Ach, da hinten. Du hast wirklich weit nach hinten gebaut. Oh, was wir so lange schaffen, eine Spinne fertig zu machen? Hallo. Haha. Angriff von oben. Ey, uncool. Uncool. Hier unten ist die Spinne, wa? Hallo. Oh. Oh, guck mal. Wir versuchen mal das. Oh, nee, funktioniert nicht so. Mal, das schaut doch eindeutig nicht. Und da sind gerade Pferde gespawnt. Okay. Hast du davon, wenn du so rumstresst? Hallo, Pferdchen. Oh mein Gott, du bist schwarz. Du bist schwarz. Ich liebe schwarze Pferde. Aber du hast nicht so viel Leben. Warte, habe ich schon so ein braunes? Ja, das ist braun, würde ich sagen. Okay. Dann können wir die ziehen lassen. So, dann bauen wir mal weiter. Jo, ich habe vergessen, was ich machen wollte. Kann man das hier so bauen? Oh, nee, das sieht doch dann voll hässlich aus, wenn es dann hier so eine Einkerbung hat, oder? Ja. Ach nee, warte, wir bauen doch sowieso immer nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. So. Moment, ich habe gerade gemerkt, die Musik ist leer. Musik ist unten verlinkt. wo war das? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, was ich meine, wird es verlinkt. Also der Kanal, der die macht. Er ist selbstgemachte Musik übrigens, was ich mal cool finde. Okay, selbstgemachte Musik ist mega geil. Oh, meine Erde ist leer. Neue Erde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Ja, das war ein großes Zimmer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, die habe ich letztens mal. Ich habe mich mal auf so ein. Auf einer Welt von. Nein, nicht von mir, von einem anderen. Mich mal so ein bisschen ausprobiert mit Bauen. Und ich fand das eigentlich voll cool. Naja, ich habe mir auch mal andere Sachen ausgedacht. Aber ich erfinde mich immer wieder neu. Und jetzt möchte ich halt einfach erstmal dies bauen. Ich probiere auch gerne mal aus. Aber eben immer nur auf so ein Testing auf Curative, damit ich halt besser ausprobieren kann. Da kann man auch schnell mal was umbauen. Also das ist die Grundform von mein komischem Haus. Ja, ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber ich mag es. Ich mag es wirklich. Okay. Platzhalter sind gefüllt.
Da kann ich eigentlich schon mal mit dem Holz loslegen. Und wir sind auf jeden Fall schon viel zu viel drüber. Ich sage, wir beenden den Tag einfach noch. 1, 2, 3. 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Warte mal, das ist doch ein. Nee, das ist kein Platzhalter. Warte. Ich glaube, das machen wir dann auch noch aus Holz. Oder? Ich glaube, meine Mutter kommt gerade wieder. Hä, ich bin hier gerade voll verwirrt. Wir können das auch einfach. Wo haben wir? Hier. Wir können doch so machen. Ja, ist doch eigentlich auch cool. Und dann machen wir die Wand einfach. Ja, okay, ich habe eine Idee. Wo ist die Axt? Oh, ich hatte schon die Axt draußen. Bleibt es dann einfach so oder? Ach nee, hier kommt ja auch noch Holz hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, ja. Kann ich so? Hä, aber nee, warte. Hä? Aber wie? Hä, warte. Ohne Momente. Hä? Okay, Leute, ich hab's doch nicht mehr so gut in Erinnerung. Und ich würde sagen, die Folge ist wirklich schon viel zu lang. Ich glaube, wir machen hier erstmal Schluss. Würde ich sagen, also die Musik findet ihr in der Beschreibung. Also wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr die überhaupt gehört habt, ich höre die voll laut, ob ihr die laut hört, weiß ich nicht. Und bis denne!